Dann, also lass uns reingehen, zusammen reinschauen in die Hütte. Okay, es hat sich doch nichts verändert. Schade. Aber eventuell hinten im Hof. Puh, nee, ich glaube, das ist nur alles vom Alten. Da ist nichts irgendwie Funkgerätmäßiges. Nein, definitiv nicht. Definitiv nein. Okay, dann gehen wir zurück. Wo könnten wir jetzt noch, wo haben wir denn jetzt noch eine Leitung? Die haben wir gehabt. Beim Bürgermeister haben wir eine gehabt. Wenn ich jetzt zum Gizmo gehe, der wird mich gleich verhaften, oder? Ah, das Risiko gehen wir jetzt einfach mal. Aha! Scheiße. Ah, doch nicht? Doch nicht. Ich will ihn lieber nicht stören. Er hat die Maschine missbraucht, um Schinden vom Rathausdach zu stehlen. Aha. Ah, der hört dem einfach nur zu. Was könnten wir noch anstellen? Was könnten wir noch anstellen? Was? Ich bin gerade ein bisschen. Vielleicht. Nächster, bitte! Ah, ich bin jetzt gerade ein bisschen, habe ich. Was ist das denn? Weder Mikro muss ich mich denn um ab. Was ist das Mikrofon? Ja, vielleicht. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut! Nächster, bitte! Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor Nächster, geklaut! bitte! Da haben wir einen Schluck Kaffee. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu. Und diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Nein, auf gar keinen Fall. Hey, Huhu, hallo. Ach du schon wieder. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück! Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Willst du in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es klar, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Genau. Darf ich vielleicht den Kopf jetzt haben, vielleicht ja? Den Kopfhörer haben? Was? Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nach nicht. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Ich genauso. Boah, also, ich bin ja auch schon gestresst von dem ganzen Gelaber. Puh, es geht euch genauso bestimmt. Deswegen. Ha. Können wir mit dir überhaupt noch reden, mit dem Postbot? Der Postbot. Nee, kann man nicht. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Die dritte Leitung. Puh, wo kriege ich jetzt die dritte Leitung her? Beziehungsweise. Ach, wir schauen jetzt einfach mal zu ihm rein. Vielleicht hat er noch was, was ich übersehen habe vorhin. Er ist die ganze Zeit in seiner Stellung, in seiner Kampfstellung. Mr. Lonzo in der Kampfstellung. Yeah. Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Aufräumen ist doof, wir hauen ab, ganz schnell. Da habe ich gar keinen Bock zu. Ach, Nick hat uns. Ob Hallo der uns weiterhilft. Mal. Hallo Schnutzipu. Schnutzipu. Er nennt uns immer nur Schnutzipu. Na, bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Schnutzipu, Schnutzipu. Hilft uns dann wirklich weiter. Aha. Gib mir denn nochmal ein Espresso. Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Aha.
Aha. Bei der können wir jetzt auch nichts mehr machen. Rufus hat die Antimaschine. Also entweder check ich es gerade nicht, wo wir das dritte Funkgerät her haben. Oder herkriegen. Oder wo die dritte Leitung, und es waren auch nur zwei Leitungen. Beim Bürgermeister und die hier, oder? Das Backup-System. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Ha. Alter Toni kriegt mir auch nichts mehr her. Vielleicht können wir den, noch einen Espresso geben, den Papagei. Gib mal ein bisschen mehr Gas. Das ist die Was Lösung überhaupt. Sie noch? Rufus hat die Bremsstrecke an Frau Kulis Rollstuhl zerschnitten. Wir geben jedem Tier einfach einen Espresso. Dann geht's ab. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Was wissen Sie noch? Rufus hat die... Ich glaube, da kommen wir auch nicht wirklich weiter. Wir müssen auf jeden Fall den Telefonisten irgendwie manipulieren. Rufus ist aber wie? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor. Warum kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht als einzige? Und den, die, der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Ganz zugenäht. Ich bin gerade voll am Verzweifeln so ein bisschen. Hat sie irgendwo ein Headset gesehen? Oder bin ich wieder der Einzige, der es da zieht? Vielleicht da Ding. Fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Achso, da verarscht er mich. Ah, auf großer Blödsinn. Ja, aber ich wüsste jetzt einfach nicht, wo ich Mikrofon herbekomme. Nächster bitte! Ich stehe irgendwo ans Rum und ich weiß es nicht. Nächster bitte! Oh! Diese Technik ist voll für die Katz. Wieso denn? Wir können das doch bestimmt manipulieren, oder? Diese Technik ist voll für die Katz. Okay. Schade. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Freunde. Nächster bitte! Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Nächster bitte! Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Ah, oh Gott. So einfach. Es ist so einfach, da ist es doch. Mikrofon. Tschuk. Meine Güte. Und wir suchen und schauen und machen und tun und knüffeln. Und es war so leicht. Gehen wir da hoch und stecken es einfach mal an. Fehlt nur noch der Hörer. Ja, können wir jetzt jemand rein sprechen lassen? Fehlt nur noch der Hörer. Ach so. Gut, wir haben jetzt zwar ein Mikrofon, aber deswegen ist der auch nicht überfordert. Wir wollen den Telefonisten ja überfordern. Die liegen bestimmt hier irgendwo rum, die Kopfhörer. Und wir haben sie bloß noch nicht gesehen. Oh, schau, was da liegt. Mein Trichter! Dum-dum-dum. Ah, den wecken wir jetzt einfach mal auf.
Wie wären die Idee, Freunde? Und mit Fingerspitzengefühl den Trichter. Versuch das ja nicht, wohl ehrlich, ich weiß es nicht. Geht nicht. Ich wette, er wäre immun dagegen. Na, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Esther, bitte! Wir haben den Trichter wiederbekommen. Aber für was brauchen wir den jetzt? Das ist eine gute Frage. Für was brauchen wir den jetzt? In Wenzels Haus? Ich denke, da können wir gar nichts mehr machen. Also, das ist total sinnfrei. Außer hier liegen ein paar Kopfhörer rum, zufälligerweise. Wo ist der eigentlich? Wenzel ist total verschwunden. Hanek hat auch keine Kopfhörer. Mr. Hanek. Ich will ihn lieber nicht stören. Nee, wir wollen ihn lieber echt nicht stören. Aber, wo geht's hier weiter? Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schinden vom Rathausdach. Hat das irgendwas mit dem Luftballon mal auf sich? Verdammt, und zugenäht. Nächster, bitte! Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Boah, könnt ihr das jetzt raus mit dem Labern? Hallo. Ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, die Waffe zu stecken, die Richtung. Das ist nur so. Rufus hat die Antenne. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Post. Na gut, dann nehme ich an. Hilfe den Tresor. Wieso leiden? Na gut, so und nicht. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Ich gehe da. Nee, bringt uns nix. Können wir hier nicht auf Dauersenden irgendwie stellen? Machen wir ihn doch. Fehlt nur noch der Hörer. Ja, ist okay, aber. Können wir. Fehlt nur noch der Hörer. Und irgendwie auf Dauersenden stellen? Das wäre doch super. Dann haben wir doch die dritte Leitung. Und er tritt durch. Oder? Ich denke schon. Ich denke. Das ist irgendwo. Aber er hat da vorhin was erzählt. Lass mal kurz überlegen. Er hat da vorhin erzählt, es gibt nur zwei oder drei Leitungen. Ich weiß es nicht mehr. Hat jetzt zwei oder drei? Meister, bitte! Die Anlage gibt's. Und wir beim Bürgermeister. Meister, bitte! Die Notrufsäule. Und was hat er noch gesagt? Meister, bitte! Was hat er noch gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Bitte. Der Fernschreiber. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir noch drauf kommen oder ob wir jetzt wirklich. Habt ihr vielleicht schon entdeckt und ich komme wieder nicht drauf? Das kann natürlich auch sein. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Bitte.